Okay, dann würde ich auch sagen, Guy, führe uns mal bitte nach draußen. Und dann dürfen wir auch heilen. Dafür wird er einmal von Frionir und einmal von Maria geheilt. Und dann muss das reichen. So, speichern. Also ich bin der Meinung, Leute, wir haben die Insel komplett durch. Ich habe keine Ahnung, was wir mit dieser Maske machen können. Falsch. Richtig. So, wir müssen da runter. Genau. Unglaublich, dass bis hier kein Monster gekommen ist. Vier Sasquatch. Jetzt können wir üben, Leute. Wir sind fast bei Salamand. Wir üben jetzt. Okay, also Race ist egal. Dann üben wir Feuer. Was hätten wir hier? Üben wir Toad. Hier üben wir Berserker. Und hier üben wir Sleep. Lol, er schläft. Hat einmal getroffen, Leute. Aber es wurde leider keiner der Sasquatch in eine Kröte verwandelt. Okay, weiter ist dann mit hier Blizzard. Dann können wir hier Stun mal üben. Und dann, ja, Guy greift an. Und du machst einmal Donner. Hey, der schläft, der lebt noch. Der schläft gar nicht mehr. Aber jetzt ist er gestunt. So, weiter geht es dann mit Level 2 Zauber. Fangen wir an mit Bassner. Oder? Ah nein, das lassen wir Bassner. Machen wir Blink. Dann. Sleep ist hier sogar schon Level 2. Auch, auch. Ja, dann Cloud. Du greifst den an und du hast gezaubert. Du greifst es auch an. Bei den schwachen Gegnern ist Lele ja Nahkampf tatsächlich zu gebrauchen.
93 Kilo erhalten. Bei Frionir ist irgendwas hoch und nochmal irgendwas hoch. Bei Layla ist Cheese, glaube ich, hoch. Layla, Cheese auf 18. Das ist ja vorhin gesunken und jetzt wieder gestiegen. Sehr schön. Und bei Frionir ist, glaube ich, sowohl Feuer als auch Blizzard-Zauber hoch. Tatsache. Beide auf Level 2. Das heißt, der einzige Zauber, der noch auf Level 1 ist, ist Race. Und den üben wir so nebenbei, Leute. Den müssen wir nicht extra üben. Ich übe lieber die anderen Zauber, denn Race ist nur dafür da, falls einer von uns gestorben ist. Und ich mag es nicht, wenn einer von uns stirbt. Also übe ich die anderen damit, Zauber, damit wir möglichst nicht sterben. Schön. So, speichern wir kurz. Bitte einmal vorbeilassen, danke. So, einmal übernachten. Da können wir auch wieder ein bisschen Magie üben. So, bis auf Guy sind jetzt alle voll. Sehr schön, alle voll. Und Frionir hat auch nur noch 4 Punkte Mana. Aber dafür hat er jetzt Care sehr gut gegeben. 173 Gil nur. Ich weiß noch, wie ich dachte am Anfang, mit Minus ist mir das einmal passiert. Das war so teuer. Und jetzt ist das einfach nur Kleingeld. Da unten ist der Itemshop. Ich bräuchte ein bisschen Äther. Oder was könnten wir uns denn noch kaufen? Wir könnten uns ein Elixier kaufen, Leute. Jetzt muss ich mal nachsehen, was das überhaupt macht. Bevor ich das kaufe. Das hört im Handbuch, Leute, hört das mit der Blockhütte auf. Das Elixier steht hier nicht drin. Dann google ich einfach mal kurz danach, denn ich möchte nicht 50.000 Gil für nichts ausgeben. Das Elixier stellt komplett HP und MP wieder her. Okay. Ich glaube, etwas für 25.000, das nur MP komplett wiederherstellt, wäre auch in Ordnung. Denn heilen können wir uns mit den Kerzabern, die wir haben, komplett. Ist also nicht so schlimm. Aber ganz ehrlich, ich könnte mir für ein Äther, für ein Elixier, könnte ich mir 20 Äther kaufen. 20 Äther, 1 ist so 30 Mana wert, das heißt, das sind so ungefähr 600 Mana Punkte, also mehr als wir insgesamt haben. Das heißt, ich kann mir dafür das Leben, wie viel bräuchte ich, wahrscheinlich 2 oder 3 Äther und trotzdem kann ich die ganze Gruppe voll heilen. Das heißt, keine 10.000, also ich bleibe lieber bei Äther. Der Vorteil ist halt, das ist platzsparender. Und wir werden irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir kaufen nur noch Elixiere. Aber jetzt für den Moment ist Äther tatsächlich noch besser, einfach nur weil es weniger kostet und platzsparender ist. So, 3. Möchte ich mehr? Wisst ihr was, ich gebe Layla, gebe ich mal
statt dem Schlafgras auch einen Äther. Was habe ich eigentlich Guy noch gegeben? Ah, genau das. Okay. Dann verkaufe ich dafür das Schlafgras. Wir haben ja da unten nämlich noch eines. Eines ist vollkommen in Ordnung und reicht, finde ich. Und dann kaufe ich jetzt nochmal ein Äther. Dann habe ich nämlich drei Äther für jede Person nochmal eins. Und dann aber vielleicht noch eins für Notfälle. Genau. Super, jetzt habe ich eine Blockhütte. Oh, vielleicht eine zweite Blockhütte. Ich habe ja nur noch eine. Jetzt habe ich zwei Blockhütte. Eine, die wir benutzen können und eine für Notfälle. Und dann Äther nochmal. Im Prinzip hat jeder hier drei Äther von unseren drei Zauberern. Oder sogar eine für Guy. Nur Guy braucht die nicht wirklich. Und wir haben immer noch 45.359 Gil, Leute. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Speichern. So, jetzt muss ich mal kurz auf meine Weltkarte nachsehen, Leute. Denn wir sind ja jetzt hier. Und wir können jetzt nach Diest weiterfahren. Und wir könnten aber an Diest vorbeifahren Richtung Kashon und dort den Chocobo holen. Das war ja, haben wir ja hier kennengelernt. Das war, irgendeiner hier in Salamand hat das erzählt, Leute, dass es südlich von Kashon Chocobos gibt. Fünf Sasquatch. Möchte ich jetzt üben oder möchte ich nicht üben? Das ist jetzt die Frage. Dies soll laut der Karte hier tatsächlich ein besonderer Ort sein. Also auf meiner Karte sind abgesehen von den Semitenwasserfällen nur Städte markiert bisher. Das ist jetzt die Frage. Aber nein, wir sind jetzt auf dem Weg zur Erkundung, deswegen möchte ich ernsthaft kämpfen. Wir lassen das also und werden die einfach alle besiegen. Wir kämpfen Mana sparend. Gehalten. Bei Freonie ist die Super Yasa schon wieder gestiegen. Also die Geschwindigkeit. So, das wird erstmal gespeichert, dass wir es zum Boot geschafft haben. So, und jetzt müssen wir... Links gab es ja, glaube ich, nichts mehr. Ich sehe mal auf meiner Karte nach, ob es da links noch irgendwas gab. Aber das sieht jetzt nicht so aus. Tatsächlich sind wir ja... einfach immer noch nach Süden eigentlich gefahren. Da links waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Oder?
Vielleicht mal ein bisschen nach oben. Wieder ein bisschen nach links. Okay. Moment mal, bin ich da nicht hergekommen dann? Nein, nein, bin ich nicht. Da ist ein großer Fleck da links, wo wir hin könnten. Leider weiß, habe ich das nicht auf der Karte, auf meiner. Was sehr schade ist. Naja. Dann würde ich mal erstmal kurz die Karte wieder schließen, damit wir wieder da rechts sind. Würde ich mal da ein bisschen nach rechts wollen. Also ich würde nach rechts weiter wollen, Leute. Vielleicht auch ein bisschen nach oben. Ah ja. Ah, okay. Und da oben, da kamen wir ja her. Wir sind ja hier einfach nur nach Süden gefahren. Und haben dann dann habe ich die Insel entdeckt und habe gesagt, da möchte ich hin. Ja, so ungefähr war das. Genau. Und da nach rechts müssten wir jetzt.